Daniela, wie schaffst du das alles? Das ist so die Frage, die ich tatsächlich am häufigsten bekomme und ist natürlich eine Reaktion darauf, auf das, was man von mir sieht im Außen. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, ich bin Daniela Hutter, ich bin die Autorin des Buches Das Yin-Prinzip, ein erfolgreiches Buch, das es allerdings schon ein paar Jahre auf dem Markt gibt. Und in dieser Arbeit hier in dem Yin-Magazin, im Podcast, aber auch dort in meiner Yin-Akademie, bringe ich ganz viel mehr Wissen, nämlich all das, was ich seither selber dazugelernt habe, einerseits in meinen Ausbildungen, aber auch andererseits, was die Erfahrung aus der Praxis, die Themen der Frauen auch zu mir trägt. Und all das sammle ich sehr konsequent, genauso wie eure Wünsche, über was ich Podcasts machen soll, über was ich in Social Media kommunizieren soll. Und das formuliere ich hier alles auch mit der Absicht, euch etwas mitgeben zu können, als dass dieses Thema Weiblichkeit, Weiblichkeit leben, Weiblichkeit stärken, Frau sein, nicht nur so eine Formulierung ist, die schwer greifbar ist, sondern dass sie konkret wird, dass wir ganz gut in den Alltag hinein dieses Bewusstsein tragen können, als dass wir sehr unaufgeregt und fern von irgendwelchem esoterischen Geschwurbel ganz pragmatisch in unserem Alltag um die Mechanismen wissen, um die Hebel wissen, aber insgesamt einfach auch darüber wissen, was ist eigentlich weibliche Energie, was ist männliche Energie, was kommt aus dem weiblichen Prinzip, aus dem männlichen Prinzip, wie prägt uns das eine wie das andere und vor allem auch, wie begrenzt oder blockiert uns das eine wie das andere. Dem allen ist meine Arbeit gewidmet. Du erlebst mich in Coachings, in Seminaren, Yin-Coach-Ausbildungen oder in Retreats an schönen Orten. So, also, lass uns schauen, was bringe ich für diesen heutigen Podcast mit? Das Thema ist, Daniela, wie schaffst du das alles? Das ist so die Frage, die ich tatsächlich am häufigsten bekomme und ist natürlich eine Reaktion darauf, auf das, was man von mir sieht im Außen, auf das, was man von mir sieht auf Social Media, in den Stories, auf Instagram und so weiter. Und ich gebe tatsächlich zu, ja, mit dem Blick von außen und dem Erleben von innen, es ist tatsächlich viel, das ich da mache. Ja, und das möchte ich ein bisschen aufdröseln. Auch wie jetzt, wie tatsächlich mein Alltag aussieht, welche Herausforderungen ich erlebe. Aber noch viel mehr möchte ich einfach euch ein Gefühl mitgeben, warum ich es schaffe. Und die Lösung liegt relativ nahe. Es geht viel um das Yin-Prinzip. Und was ich auch weiß, ist einfach, dass viele Frauen da draußen, ich meine, Yin-Prinzip, das Thema ist eine Nische von der Nische. Und viele meinen, sie wissen es und viele interpretieren vieles in ihrem Leben nach irgendwo oder irgendwie und wissen vielleicht noch gar nichts vom Yin-Prinzip. So freue ich mich sehr, wenn du vielleicht heute das erste Mal hier bist, um da genau anzusetzen oder wenn du schon öfters hierher gekommen bist, um von mir zu lernen in diesem Podcast, sei so lieb, teile doch diese Folge via Social Media mit anderen Frauen, denn es ist einfach noch viel zu viel da draußen an Unwissen oder auch falscher Interpretation. So, aber du wartest ja schon, lass uns loslegen. Kurz mal zu mir. Es stimmt, ich habe einen sehr intensiven Alltag. Es stimmt, ich bewege sehr, sehr viele Themen. Und was man jetzt von meinem Business rund um Yin-Prinzip, Yin-Akademie macht, ich mache tatsächlich ganz viel selber. Plus, ich habe auch ein Leben, ich habe mittlerweile 3 erwachsene Kinder, ich habe 2 Enkelkinder, ich habe einen wunderbaren Mann, wir haben ein Familienunternehmen, das fordert uns aktuell sehr,
Es ist eine Druckerei. Eine Druckerei hat es nicht leicht in den aktuellen Zeiten. Insgesamt, falls du irgendwo an einer Stelle sitzt, wo es um Druckprodukte gibt, da wäre ich auch ein Ansprechpartner, aber das war jetzt ein kleiner Sidestep. Ja, wir haben ein Haus, es lebt die Schwiegermutter bei uns auch im Haus. Sie ist seit kurzem sehr krank, braucht auch unsere Aufmerksamkeit und unsere Zuwendung. Also mein Tag ist nicht nur an Tätigkeiten dicht, mein Tag ist auch dicht an Themen und mein Leben ist aktuell auch sehr dicht an Herausforderungen. Das einfach auch einmal formuliert, weil die Menschen meinen ja immer, ich hätte keine Themen, bei mir gibt es keine Probleme, bei mir läuft es immer wie am Schnürchen. Und wenn ich dann erzähle, dass dem nicht so ist, lehnen sich ganz viele Menschen zurück und sagen, ah ja, die Daniela hat auch ein Problem und sind dann ganz happy und ergeben sich ihrer Situation. Denn an der Stelle muss ich sagen, stopp! Ja? Nur weil ich auch Themen habe, bedeutet es nicht, dass wir diese Anstrengung durch unseren Alltag bewegen dürfen. Es bedeutet auch nicht, dass Erschöpfung zum Alltag dazu gehört, legitimiert werden muss. Dieser Podcast, diese Folge ist definitiv nicht eine Folge, die dich in eine Selbstoptimierung treibt. Ja, da bin ich ganz achtsam und ich halte gar nichts von diesen Selbstoptimierungen. Aber was meine Ausrichtung ist, ist, dass ich kein Opfer meines Lebens sein möchte und auch nicht im Widerstand zum Leben bin. Es ist einfach manchmal so, dass das Leben viel bringt, nicht immer nur Feines, aber meine Antwort auf das Leben ist immer meine Lebenskraft. Meine Antwort auf das Leben ist auch, so auf mich zu schauen, es so zu gestalten, dass ich es nicht nur schaffe, sondern dass ich einfach mit dem Leben bin und dass mich nichts in diese Erschöpfungsfalle trägt oder in die Opferrolle trägt. Ja, also ich würde tatsächlich formulieren, mein Leben hat zwar Herausforderungen, es gibt Probleme und Baustellen dort und da, das gehört zum Leben und trotzdem, um jetzt den vorigen Begriff aufzugreifen, läuft es eigentlich wie am Schnürchen, ja, weil ich in meiner Kraft bleibe. Und wenn ich in meinem Leben so zurückschaue, du weißt vielleicht, dass ich mich schon seit über 20 Jahren mit dem Thema von Yin-Energie beschäftige, dass mein Ausgangspunkt eben auch die Erschöpfungsfalle, der Lebensfrust, die innere Unzufriedenheit war. Und das kenne ich heute alles nicht. Ja, es ist ein Stück weit das Leben mit den Themen immer wieder ein Auf und Ab. Aber ich kann in meiner Kraft bleiben. Und das ist das, was ich im Yin-Prinzip einfach zusammenfasse. Und das ist das, was mir in meinem Leben wirklich die Basis ist für das, was du von mir siehst. So. Jetzt muss man noch um einiges dazu nehmen, denn klar, ich habe ein paar Talente, ich habe ein paar Gaben, die mich von Anfang an durchs Leben tragen. Das eine ist ein Talent für Struktur. Also wenn ich ganz viel zu tun habe oder sehr komplexe Aufgaben habe, sei es jetzt in einem Hobby wie ich nehme mir vor, für 12 Personen ein 8-gängiges Menü zu kochen, dann ist das für mich keine große Geschichte, weil irgendein Anteil in mir die Dinge immer so gut in Teile zerlegen kann, in Schritte zerlegen kann, auch in Zeiteinheiten, als dass am Ende das rauskommt, was ich gerne hätte. Und das gilt auch für meinen Beruf, auch wenn ich ganz vieles selber mache, fast alles gefühlt.
Ich habe ein sehr gutes, intuitives Gefühl dafür, wie ich die Dinge lege, wie ich die Dinge reihe, was ich wann wie mache, ohne zu flippen, ja, ohne in einen Mental Overload zu rutschen. Weil wichtig ist, um in seiner Kraft zu bleiben, dass wir gut wissen, an welcher Stelle wir unnötigerweise Kraft verlieren. Und das ist etwas, was ich ja in der Yin-Akademie rauf und runter erkläre, aus allen möglichen Aspekten, auch wirklich so mit allem, was man auch für Persönlichkeitsentwicklung weiß, aber halt immer mit dem Blick auf das Thema Frau sein, immer mit dem Blick auf das Thema Weiblichkeit. Wo verlieren wir Energie, wo blockieren wir Energie und wo setzen wir sie vor allem nicht ressourcenorientiert ein. Diese Sätze, wenn du öfters in meinem Yin-Magazin hier Hörerin bist, hast du wahrscheinlich schon gehört. Dennoch, sage ich mal so ganz salopp, die Frauen wissen viel zu wenig darüber Bescheid. Sie sind ihre Konditionierungen, ihre Muster viel zu sehr gewohnt, sind darin viel zu sehr eingebettet, als dass es ihnen im Alltag überhaupt noch auffällt. Ich sage immer, im Alltag fällt dir nur die Spitze des Eisbergs auf. Ja, da, wo vielleicht du wirklich Stolperfallen hast und du dich, wo du hinfällst und dir die Knie und die Nase aufschlägst, bildlich gesprochen. Aber diese vielen Nuancen und Facetten dessen, wo wir feststecken in unseren Konditionierungen, das ist den meisten Frauen gar nicht bewusst. Und diese Konditionierungen kommen tatsächlich aus einem patriarchalen System, aus den Strukturen unserer Gesellschaft, aus den Strukturen unserer Erziehung, aus den Strukturen unserer Leistungsgesellschaft, aber auch was wir in unserer Kindheit, Jugend, aus Schule und all diesen Themen eben mitgebracht haben. Und da sind wir alle miteinander, ich nehme mich jetzt mal aus, Augenzwinker, viel zu wenig bewusst dafür, was da alles tatsächlich drinnen steckt, und an der Stelle verlieren wir Energie. Ich möchte aber jetzt da gar nicht so sehr darauf eingehen. Das gibt's in meinen Kursen zu hören. Ich habe auch bald wieder einen neuen Zyklus. Möglicherweise wird sogar der letzte Zyklus sein, einmal durch die Yin-Akademie durchzugehen. Wir beginnen mit dem Basisseminar wieder im November und dann auch kommen alle Module noch einmal dran. So ein Durchlauf dauert ein gutes Jahr und dann kann gut sein, dass es das dann auf diese Weise war. Also wenn du da noch immer zögerst, würde ich sagen, zögere nicht mehr. Melde dich bei mir, melde dich auch gerne, wenn es vielleicht irgendwelche Hürden gibt, Fragen hast, finanzieller Natur, Sonderregelungen brauchst oder so. Ja, wenn du einen inneren Call hast für das Thema Frau sein, Weiblichkeit, melde dich gerne bei mir. Aber jetzt zurück zum Thema an sich wieder. Also all diese Feinheiten kann man dort von mir hören oder du musst dich halt auch durch viele Podcasts handeln, durch viele Social Media Posts, was natürlich viel zu zeitaufwendig ist. Anyway. So, als zurück jetzt noch einmal hier in den Podcast. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Deshalb, da die eine Geschichte ist tatsächlich, dass ich sehr konsequent mein Yin in den Alltag integriere. Ich erzähle dir gleich noch ein bisschen wie. Ich gebe dir auch ein paar Tipps, was du geben kannst. Das kommt auch noch in diesem Podcast, definitiv versprochen. Was ich natürlich in meinem Alltag schon habe, jetzt mal ganz pragmatisch, ich habe keine Wege, ich arbeite ja zu Hause, das heißt, ich habe ein bisschen einen Zeitgewinn gegenüber anderen, weil ich nicht in die Arbeit fahren muss, aber Wege kann man ja auch nützen. Vielleicht hörst du ja gerade den Podcast auf so einem Weg.
Das ist so die eine zeitliche Geschichte. Dann habe ich natürlich auch den Vorteil, dass ich selbstständig bin. Das hat auch viele Nachteile, ja, über die wollen wir aber jetzt nicht reden. Warum ich es erwähne, ist, dass ich die Freiheit habe, mir den Alltag auch ein bisschen zu gestalten und entsprechend dem Yin-Prinzip auf vieles Rücksicht zu nehmen, was wichtig ist. Das heißt nicht, dass ich weniger tue, sondern ich gestalte den Ablauf der Tage einfach anders und berücksichtige da das Yin-Prinzip. An der Stelle zum Beispiel, ich hatte vor, ich glaube, 2 Wochen so ein aus meinem Alltag erzählt in den Stories, und da mache ich ja manchmal so kleine Umfragen, um einfach euch ein bisschen Unterhaltung zu geben einerseits, aber auch für mich zu erkennen, wie ticken denn die Frauen da draußen. Und da habe ich gefragt nach dieser Konditionierung, erst die Arbeit, dann das Spiel. Wie gestaltest du denn deinen Tag? Wie beginnst du deinen Tag? Wie machst du das? Machst du zuerst das, was Arbeit ist, das, was du nicht magst? Oder machst du zuerst das, was fein ist, das, was dich nährt, das, was dir angenehm ist? Und ich sage euch, mehr als 90% antworteten, erst die Arbeit, dann das Spiel. Erst das Unangenehme, dann ich. Und das ist schon einmal aus Sicht des Yins total verkehrt. Ja, weil wir mit dem, was in dieser Redewendung jetzt als Spiel bezeichnet ist, das haben, was natürlich Ressourcenaufbau ist, was Nähren bedeutet. Für den Alltag kann jetzt schon heißen, Schlaf nährt mich, aber nur dann, wenn es kein Erschöpfungsschlaf ist. Zum Thema Schlaf gibt es ja auch noch einmal Ausführliches auf meinen Kanälen, man hört es immer wieder. Es ist einfach so, dass Schlaf ein wichtiger Aspekt im Sinne des Yin-Prinzips ist, aber nur, wenn wir eben diesen Tiefschlaf zur Regeneration auch haben. Aber hör gerne dort nach. Wenn du übrigens auf meinen Blogartikel, also es gibt ja auf meiner Webseite auch eine eigene Abteilung Podcast, und dort bette ich diese Folgen auch immer ein, aber in den Texten bin ich dort natürlich auch ausführlicher und hole auch immer noch Wissen und Links dazu, die ich im Podcast erwähne, oder auch gebe vielleicht Affirmationen. Das heißt, es lohnt sich durchaus, den Podcast nicht nur via Spotify, Apple oder wo man es halt hört, zu hören, sondern möglicherweise sich auf die Webseite zu klicken, die ist ja immer verlinkt, dort nach dem Podcast-Button Ausschau zu halten und dann da reinzuschauen, weil da findest du auch immer ein bisschen mehr Tipps zu dem allem, was ich direkt in der Podcast auch formuliere, beziehungsweise man kann sich ja nicht alles merken, das Wesentliche ist dort immer auch geschrieben. So, also, erst die Arbeit, dann das Spiel. Das heißt, wir regenerieren schon im Schlaf, aber dann trotzdem kommt schon der nächste Punkt. Es gibt ja ein zyklisches Bewusstsein im Yin und das ist tatsächlich wesentlich. Und das sagt zum Beispiel, dass wir in der Energie des Morgens sanft in den Tag hinein gleiten sollten, nicht zu voll sofort in die volle Aktivität zu gehen. Das war übrigens auch ein Aspekt, den ich in einer Story hatte, da ging es um das Joggen. Du hast vielleicht mitbekommen, dass ich mir heuer im Sommer das Laufen wieder ermöglicht habe, antrainiert habe, es mir große Freude macht und ich gerne in der Früh im Sommer recht früh joggen gegangen bin. Und da habe ich so mir die Frage gestellt, ja, wie tue ich denn jetzt, weil ich habe keine Lust in der Dunkelheit zu gehen, und auch das habe ich als Frage nach Social Media gestellt, und auch hier, ich hatte ganz, 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 ganz viele Antworten, die alle fast gleich waren. Ja, die einen schrieben mir, ich soll ganz früh ins Fitnessstudio gehen, ob es denn bei mir nicht auch ein Fitnessstudio gäbe, das schon um 6 Uhr früh aufsperrt. Und die anderen schrieben alle, ich soll mir eine Stirnlampe und eventuell eine Warnweste dazu kaufen. Und das ist natürlich der falsche Ansatz. Denn auch hier gilt, solange es dunkel ist, sind wir in einer Yin-Energie. Und wenn wir in der Yin-Energie sind, nämlich in der Dunkelheit der Nacht, dann ist das mit dem Yang immer so eine Sache, das stört, ja, und es frisst.
Das heißt, die Lösung lautet eben nicht, mit der Stirnlampe zu laufen. Die Lösung bedeutet für mich persönlich, den Tagesablauf so zu gestalten, dass ich laufen gehen kann, wenn dieses sanfte Laufen auch mit einem sanften Yang übereinstimmt. Also in meinem Fall ein bisschen später. Und du siehst, das ist das, was ich gemeint habe. Ich kann mir meinen Tag gestalten. Wenn ich die Zahl X an Arbeitsstunden brauche, kann ich ja tatsächlich so tun, dass ich morgens eine halbe Stunde irgendwas mache am Rechner oder am Handy, vielleicht für Social Media, und dann laufen gehe. Ja, ich muss vor dem Frühstück gehen, ich halte das nicht aus, wenn ich laufen gehe und ich habe was im Magen. Also so könnte ich mir zum Beispiel behelfen, nur auch für dich mal an der Stelle diesen Hinweis, dass man immer irgendeine Möglichkeit hat, irgendetwas zu tun. Dann gibt es eben ganz viele Missverständnisse rund um das Yin-Prinzip. Das eine Missverständnis, das ich einfach ganz oft beobachte, ist sowas wie, dass die Yin-Energie immer nur mit Ruhe und Passivität in Verbindung gebracht wird, ja? Und überhaupt nicht mit der Aktivität. Yin-Energie nährt zum einen die Aktivität. Das heißt, Yin-Energie ist der Mitspieler für die Aktivität. Das heißt, in jeder Aktivität habe ich hoffentlich als Ressource die Yin-Energie drinnen. Und wenn ich genügend Yin-Energie habe als Ressource, dann ist jegliche Aktivität nichts Schädliches. Aktivität ist für uns erst dann ungünstig, wenn wir damit in die Erschöpfung rennen. Und immer wenn wir in die Erschöpfung rennen, ist es nichts anderes, als dass wir nicht genug Energie hatten für das, was wir tun. Wenn du das umlegst aufs Auto, wäre das, du fährst mit dem fast leeren Tank, schon in der Reserve, oder mit dem ganz leeren Tank. Geht halt beim Auto nicht. Wenn wir es umlegen auf ein Bankkonto, bedeutet es, wir geben Geld aus, das wir gar nicht haben. Ja, und irgendwann sperrt uns die Bank das Konto, wenn wir das auf die Dauer machen und gar nicht mehr nachkommen, zum Beispiel mit Schulden abzubauen. Und ähnlich ist es mit unserer Yin-Energie und der Aktivität. Die meisten Leute gestalten ihren Aktionsmodus so, dass sie zunächst Schulden machen, quasi unbedacht dahingehend, wie viel Ressourcen, wie viel Energie habe ich mehr. Meistens tun wir mehr, als Energie da ist, rennen sozusagen ins Schuldenmoment und dann erholen wir uns, gleichen den Schuldenmoment aus. Wenn wir Glück haben, bauen wir ein bisschen Ressource auf. Meine Beobachtung ist meist, dass die Ressource nicht reicht. Und da bist du an einem Punkt, warum ich eben dieses Problem nicht habe, weil ich sehr konsequent darauf achte, zum einen viel Energie aufzubauen. Mein ganzer Alltag ist danach ausgerichtet. Du kennst vielleicht auch meine Tracking-Modus. Ja, ich trage eine Uhr, obwohl ich nie Uhren getragen habe und mich sehr daran gewöhnen musste, plötzlich etwas an der Hand zu haben. In den ersten Wochen war das wie ein irre schweres Gewicht, aber es hat mir allalong sehr geholfen und ich trage auch diesen Ura-Ring. Das ist ein Schlafring. Ich sage jetzt damit nicht, dass du das dir kaufen sollst. Ich verlinke das einfach mal. Du kannst da vielleicht reinhören oder ich werde in naher Zukunft auch dazu wieder mal eine Folge machen, um aktuell daraus zu erzählen. Aber über dieses Tracking habe ich gelernt, meinen Körper besser zu verstehen. Jetzt kann man sagen, Tracking ist Yang, das höre ich nämlich auch ganz oft. Ja und? Yang ist ja nicht per se etwas Schlechtes. Und das ist eben auch so etwas, was viele Frauen, gerade wenn sie sich für das Thema Weiblichkeit oder für das Thema Yin interessieren, als Missverständnis mit sich tragen, dass sie Yang immer sofort in die böse Ecke stellen. Yin und Yang sind koexistente Kräfte. Yin und Yang sind von der Schöpfung, von Gott gegeben, wie immer deine Vokabular dafür ist. Warum soll das was Schlechtes sein? Yang wird erst dann zum Schlechten, wenn wir zu wenig Yin haben. Und zwar zum Schlechten im Sinne, dass der Körper schlapp macht. Also das ist ein absolutes
Missverständnis und zu tracken, ist zunächst mal zu messen, ist auch nichts Schlechtes. Es kommt ja dann erst darauf an, wie gehen wir damit um. Ja, bin ich dann der Sklave meiner Uhr oder was ich auch schon gehört habe, manche wachen in der Früh oder vielleicht sogar in der Nacht auf und schauen direkt drauf, habe ich schon aufgebaut. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich vergesse das manchmal. Ja, manchmal schaue ich 2-3 Tage nicht drauf, wie ich denn drauf bin, weil ich einfach auch schon so gut eingebettet bin in mein persönliches Feedbacksystem meines Körpers und ihn schon sehr gut lesen kann. Also du hörst schon, Körperbewusstsein ist wirklich eine Grundlage für Yin-Energie. Viele Menschen, und gerade wenn wir so Schwächemomente, jetzt im Sinne nicht Schwäche als Stärke, sondern wirklich Schwäche als Problem, als Erschöpfung, als nahendes Burnout vielleicht sogar haben, viele Menschen gehen dann gerne auf die energetische oder emotionale Ebene, reduzieren das auch, ja, klammern ihr Körperbewusstsein völlig aus. Warum? Weil es anstrengend ist. Ja, weil wenn man mal rausgerutscht ist, wenn man mal unbeweglich ist, keine Kondition hat, wenn die Bänder, die Muskeln nicht trainiert sind, dann ist es anstrengend, am Anfang vielleicht sogar, ich sag mal, ein bisschen schmerzhaft im Sinne von dieser gesunde Schmerz, weil wir halt einfach Muskeln und Bänder und Gelenke erst einmal wieder trainieren müssen, sanft auch heranführen müssen. Aber insgesamt ist ein gesunder und vitaler Körper tatsächlich die Basis, auf der wir unsere Energie à la longue aufbauen und stärken können. Ja, unser Körper ist nicht einfach nur irgendwie ein Körper, der uns durch den Alltag trägt, sondern das ist echte Heimat, ja, auch Heimat für unsere energetischen und emotionalen Wesensanteile. Wenn wir den Körper vernachlässigen, dann schwindet unsere Energie. Wir können die Yin-Energie nicht halten. Und ich erlebe oft, dass die Frauen dann alles Mögliche in ihrem Alltag dafür verantwortlich machen, vielleicht sogar mein Vokabular verwenden, das saugt an der Yin-Energie. Keine Ahnung, Ärger saugt an der Yin-Energie, Herausforderungen, Probleme saugen an der Yin-Energie. Das stimmt so gar nicht. Ja, Yin-Energie ist einfach die Basis, und wenn wir gut eingebettet sind in die Yin-Energie, dann können wir mit einer Fülle von Aufgaben zum einen gut umgehen, dann können wir mit Ärger gut umgehen, als dass wir nicht sofort einen enormen Energieverlust haben. Dann können wir die Welle der Probleme surfen, als ohne dass wir von der Welle geschluckt und zerstrudelt werden. Ja, also das sind wirkliche Missverständnisse im Feld. Sie werden oft auch so kommuniziert. Und da, wenn du was hörst, was dir komisch vorkommt, schreib mir einfach. Ja, ich bin dankbar, wenn ich solche Missverständnisse höre, wenn man sie mir zuträgt und wenn ich sie auch korrigieren und richtigstellen kann. Weil es halt mal so ist, es gibt nur ganz wenige, die sich in diesem Kontext von Yin-Energie für den Lifestyle so lange damit beschäftigen, wie ich das tue. Ja, also wir waren beim Körperbewusstsein. Ja? Also ein gesunder Körper ist wichtig, und neben der Bewegung, neben der Ernährung gehört für mich natürlich auch die Nahrungsergänzung dazu, weil wir einfach nicht mehr ausreichend in der Ernährung das vorfinden, was wir brauchen, auch nicht, wenn du Bio und so weiter dich ernährst. In meinem Fall, schau, ich gehe auf die 60 zu, und von daher, puh, die Zahl, ne? Das klingt schon heftig, aber es ist mal so, ich gehe auf die 60 zu, da nimmt der Körper sich ja das gar nicht mehr alles so mit. Das heißt, ein Körper braucht einfach auch Unterstützung, um gesund und vital zu bleiben, und das ist eben die Grundlage dann, um Yin-Energie gut halten zu können, ja, eine Stabilität aus ihr zu haben. Und da gehört eben auch körperliche Betätigung zu, zum einen Richtung Kondition, zum anderen Richtung Kraft, zum anderen Richtung Flexibilität. Ja, mit dem Hund spazieren gehen reicht nicht. Es sei denn, du hast, weiß ich nicht, einen Husky und rennst mit ihm oder so. Ja, deshalb, wenn der Körper die Energie nicht halten kann oder eben er vernachlässigt ist,
dann fühlen wir uns oft müde und ausgelaugt und energielos. Klar, ist er ja auch. Aber das bedeutet eben nicht, dass wir gleichlautend zu viel im Alltag haben. Dann projiziert man es wieder auf die vielen To-Dos, auf die vielen Aufgaben, auf den Job vielleicht. Aber in Wirklichkeit liegt es möglicherweise an dem Bewusstsein, das jemand für den Körper hat. Denn der Weg zu einem bewussten Körper, mit dem Körpersein, ist nicht unbedingt Yang-orientiert. Es geht auch nicht darum, sich irgendwie im Fitnessstudio auszupowern oder strikte Diäten zu befolgen, gar nicht. Beides kann nämlich den Stresslevel und das Yang erhöhen, sondern es geht da wirklich um ein gutes Pendeln zwischen diesen Themen. Das tut man sich auch wirklich, ehrlich gesagt, schwer, wenn man sich nicht auskennt. Deshalb biete ich ja meine Arbeit an. Dann würde ich auch sagen, gönn dir das ein oder andere Seminar oder gönn dir mal ein Coaching. Bastel dir nicht immer alles selber zusammen. Ich habe das auch nicht gemacht. Ja, also das ist so dieses eine, um diese Balance überhaupt machen zu können zwischen Körper und Energie. Balance zwischen Körper und Energie bedeutet ja nicht, ich mache die Balance, kompensiere ja mit energetischem und nur innerem, sondern es ist das, was der Körper anbieten kann und das, was wir auf dem inneren energetischen Zustand anbieten können. Ja, deshalb gilt immer dieser beide sanfte Blick auf beides. Dann gibt es noch so ein großes Missverständnis, das ich vor allem gerne bei jungen Frauen, jüngeren Frauen beobachte. Man hat ja auch über die Lebensalter unterschiedliche Phasen von Yin und Yang. Ich sag mal so, direkt nach einer Schwangerschaft, Geburt, in etwa ein paar Wochen danach, also da kann man diese üblichen 40 Tage nach der Schwangerschaft dazunehmen, beginnt allmählich das Yang nach oben zu fahren, um mehr Kraft zu haben für die anstrengende Zeit, wenn Babys noch sehr klein und anspruchsvoller sind und die Kinder. Und viele Frauen gewöhnen sich hier an, ganz viel zu tun. Auch ist unsere Leistungsgesellschaft, unser Berufsalltag oft so, dass wir zurückkommen wollen. Und da kann man beobachten, dass viele ihren Alltag auf weite Strecken, ich sage mal so, ganz gut jonglieren. Nicht unbedingt mühelos, möglicherweise sogar schon. Und sie jonglieren da Beruf, Familie, persönliche Projekte und sind einigermaßen ständig im Tun und Schaffen und irgendwie geht das schon. Ja, also das hatte ich ja auch eben. Und dann, ich beobachte, für mich sind die Zeichen diese Unterbrechungen. Ja, wenn dieses Immunsystem nachgibt, wenn man immer wieder, immer wieder verschnupft, immer wieder grippig, also wenn man immer wieder im Bett landet mit größeren oder kleineren, eher kleineren Wehwehchen, halt so ein, zwei Tage, ja, so Rückschläge irgendwie hat, oder wenn man so immer wieder sehnt nach Urlaub und mal weg und dieses, also immer so diese Erschöpfungen, ein bisschen Krankheit, ein bisschen Dings, ein bisschen Downs. Und das ist eben überhaupt nicht eine Kunst der Ressource der Yin-Energie. Das ist wirklich ein Stop and Go zwischen Erschöpfung und irgendwie geht schon wieder. Ja, auch hier gelte es wirklich, dass man das Yin als eine nachhaltige Quelle für Lebenskraft erkennt und pflegt, ja, und wirklich ressourcenorientiert seinen Alltag gestaltet als eine kontinuierliche Stärkung der Yin-Energie, um sich eben vor Erschöpfung und auch vor physischen und emotionalen Einbrüchen vorzubeugen, zu schützen. Das alles, was du hier hörst, ja, das ist das, was ich in meinem Alltag lebe. Ja, das ist meine Antwort auf, wie schaffst du das eigentlich? Ja, eben dieses Gute zu schauen hier, nicht aus, es geht eh, es läuft schon wie am Schnürchen, ohne aufs Yin zu achten.
Ja, sehr wichtig ist eben auch für mich dieses wirkliche Körperbewusstsein. Und dann gibt es einen dritten Aspekt, den ich ganz oft bei den Frauen erlebe in meiner Arbeit mit ihnen, und zwar, dass sie mir was erzählen von ihrer intuitiven Wahrnehmung und sich damit rausholen aus dem, was ich dir gerade beschrieben habe. Ja, klar, Intuition ist ein wichtiger Bestandteil des Yin-Prinzips, eine sehr wertvolle Qualität des bewussten Frauseins. Aber die ist oft sehr trügerisch. Ja, wir meinen, es ist die innere Stimme, die uns manches formuliert und wir uns damit manches schönreden, auch um gewissen Aspekten auszuweichen, gerade wenn es mal rund um Körperbewusstsein geht. Ja, und wir sagen dann oft sowas, ich höre da auf mein Gefühl. Aber in Wahrheit, ganz ehrlich, erlebe ich eher, dass man damit eher sich in die Komfortzone zurückzieht, eher vor irgendetwas davonläuft, vor einer Wahrheit. Ganz oft ruft ja auch Lebensgestaltung, auch Lebensveränderung mit auf den Plan. Und das ist nicht immer unbedingt erwünscht, klingt jetzt auch paradox, aber tatsächlich, ja, weil Veränderungen ja manchmal auch schon auch die Komfortzone richtig auflösen. Klar ist es wichtig, auf die eigenen Empfindungen zu hören, aber wie gesagt, da muss man sehr achtsam sein, bin ich noch in der Eigenehrlichkeit oder nutze ich quasi dieses Gefühl als Ausrede, um mich zu drücken oder um eventuelle unangenehme Entscheidungen zu vermeiden. Auch an der Stelle sage ich ganz oft, nützt der Blick von außen, denn das Häufigste, warum wir diese Krux der Intuition, warum wir da in diese Falle tappen, ist, dass tatsächlich diese trügerische Intuition, dieses Bauchgefühl, eigentlich versteckte Ängste deckelt. Im Hintergrund wirken eigentlich Ängste, welche auch immer, und die gilt es zu erkennen. Auch hier können wir die ganze Palette auf den Tisch bringen, die man so weiß. Ganz viel aus der Entwicklung her, aus der Sicht des Yin-Prinzips, natürlich viel aus diesem Thema der Mutterwunde, der Vaterwunde, auch der Schmerz aus dem männlichen und weiblichen Prinzip. Klar, es liegt in unserer Natur, dass wir Schmerz vermeiden wollen, aber wenn er uns halt in ein Muster reinschiebt, dann ist es blöd. Ja, du merkst jetzt schon, ich habe dir jetzt viel erzählt, scheinbar gar nicht so von mir. Vielleicht sagst du, wo sind jetzt deine persönlichen Strategien? Klar, meine persönlichen Strategien ist das Yin-Prinzip an sich und dass ich sehr konsequent den Alltag dazu setze. Da hat ganz viel an Selbstfürsorge Platz. Ja, wenn man mich beobachtet oder wenn man mir zuhört in meinem Erzählen, sei es jetzt hier in Podcasts oder auch in Social Media oder in meinen Kursen, erzähle ich auch immer von mir. Ich habe ganz klaren Rahmen für meine Selbstfürsorge. Aber Selbstfürsorge an der Stelle ist nicht nur so ein nettes Wort oder ein nettes Ritual zwischen, weiß ich nicht, Orakelkarten und Räucherstäbchen, sondern das ist wirklich die Pflege meiner Yin-Ressourcen. Und das ist täglich. Das hat auch mit Auszeiten zu tun. Das hat mit Momenten der Ruhe zu tun. Das hat mit meinem Körperbewusstsein zu tun. All das, was mir hilft, meine Stärke zu halten, meine Basis des Yins wirklich als auch zu nutzen, um in meiner inneren Mitte zu bleiben. Klar, gehört auch sowas dazu wie Grenzen setzen. Ja, aber auch hier, wenn Leute mit Grenzen sehr schwammig umgehen, hat das was mit dem Yin zu tun. Ja, gerade Grenzen setzen, zum Beispiel auch dieses Thema, dieses Bekannte, nicht Nein sagen zu können oder sich nicht gut abgrenzen zu können, viel auf sich reinströmen zu lassen oder auch alles auf einmal zu wollen, hat mit dem Lungenmeridian zu tun. Und der Lungenmeridian wiederum ist ein Yin-Meridian. Also viele unserer Alltagsthemen sind einfach auch hinter den Meridianen verpackt
Weiß man um Yin-Yang-Meridiane und um diese Dynamik, kann ich den Alltag ja viel besser durchschauen und habe viel mehr Idee, wo ich wirklich viel Energie verliere. Denn das ist Faktum, das kann ich dir ganz ehrlich sagen, die meisten Frauen ist das Problem nicht, dass sie zu viel zu tun haben, sondern dass sie zu viel Energie verlieren, dass sie zu viel Energie blockieren, dass es ihnen gar nicht bewusst ist. Das war erst so der Einstieg. Und dann ist einfach, jetzt bringe ich doch nochmal das Wort Intuition am Tisch, also wirklich die gute eigene Intuition, die Intuition, die nicht so vage aus dem Nichts sich irgendwas zieht, das würde ich jetzt nicht formulieren. Ich formuliere jetzt von mir auch nicht, dass ich eine bin, die sich alles aus dem energetischen Feld zieht, sondern ich habe ganz viel Wissen. Und der Verstand ist ein wertvoller Begleiter. Aber dieses Wissen, was ich habe, rufe ich, würde mal so formulieren, intuitiv ab. Ja, aber wenn ich die Intuition, wohin soll sie denn, worauf soll sie denn zugreifen, wenn man erst gar nicht Bescheid weiß? Deshalb auch wirklich, mach dich schlau, bleib dran, erfahre mehr, gib dich nicht mit wenig zufrieden. Da könnte ich jetzt auch einen eigenen Podcast drüber machen, mit wie wenig sich Frauen tatsächlich zufrieden geben. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Tipps, ja. Die Tipps sollen ja nicht nur heißen, besuch die Seminare von Daniela Hutter, höre die Podcasts von Daniela Hutter, auch wenn sie sehr gut sind, ja. Augenzwinkern. Ja, was kann ich dir für Tipps geben? Klar, die wichtigsten Tipps sind immer, etwas zu finden, dass du gut selbstreflektiert lebst. Ja, ich beobachte, dass viele der Selbstreflexion zu wenig Beachtung geben. Sie reflektieren dann, wenn etwas weh tut, sie reflektieren dann, wenn etwas Freude gemacht hat. Diese zwei Sachen meine ich ja gar nicht. Ich meine dieses sich hinsetzen, den Moment, den Raum schenken, dem inneren Körperwesen den Raum schenken und wirklich aus diesem Raum mal hochkommen zu lassen, mal nichts wegzudecken, mal nichts wegzudrücken, mal nichts drüber zu legen, sondern hochkommen zu lassen, was ist denn da tatsächlich. Mich unterstützt das Journaling, also das Schreiben sehr, weil Unterbewusstsein und Hand arbeiten zusammen, das weiß man aus der Entwicklungspsychologie. Und ich begrenze das auch. Also gerade wenn du sagst oder deine Reaktion jetzt wäre, ich habe keine Zeit, sei mal ganz ehrlich. Sitzt du vor Netflix? Hörst du dir, siehst du dir irgendwas an? Blätterst du in Büchern, Zeitschriften, wo es dir nichts bringt? Oder scrollst du durch Social Media? Dann würde ich mal sagen, alles wunderbar, aber da ist Zeit. Und entscheide dich einfach, wie du die Zeit einsetzen möchtest. Und wenn du dir nur 10 Minuten gibst, dann ist das nicht ein Aufwand, der es schwer macht, 10 Minuten, um sich einfach hinzusetzen und der inneren Stimme den Raum zu geben. Wenn man das regelmäßig macht, dann passiert da schon ganz viel. Das ist so das eine. Das andere ist tatsächlich, Bewegung zu integrieren, weil wir mit Bewegung auch den Körper unterstützen, dass Energien fließen. Ja, also klar, das sanfte Laufen, so wie ich es praktiziere an der aeroben Schwelle, oder auch tanzen, aber dann bitte nicht weniger als eine Viertelstunde. Ja, oder auch flottes Gehen. Oder eben Yoga oder Qigong, Tai Chi. Das hilft dir, Energie in Fluss zu bringen und im Fluss zu halten. Weil Stop and Go in unserem energetischen Konzept ist irrsinnig anstrengend. Und dann auf die Ernährung zu achten, klar. Überall dort, wo wir den Körper Energie entziehen, weil wir ihm das Leben auch anstrengend machen und ungesunde oder nicht nahrhafte Ernährung ist Anstrengung für den Körper, auch da verschwenden wir Energie sozusagen. Aber wir können nicht mit Essen alles gut machen. Essen ist ein Aspekt unseres Lebens, ist ein Teil unseres Lifestyles, aber wenn du nur mit Essen die Yin-Energie aufbauen möchtest,
ja, und trotzdem den Lifestyle, ich sage jetzt einmal Yin schädigend oder Yin zehrend lebst, dann ist es auch mühsam. Ja, deshalb auch wirklich zu achten auf die Ernährung und auch diese Einheiten für dich, wo du in kleinen Dosen Stress abbauen kannst, in kleinen Dosen während des Alltags. Das machen wir, um immer wieder den Parasympathikus und den Sympathikus da, also den Sympathikus zu entlasten, auf den Parasympathikus umzuswitchen. Ein Yin-Aufbau passiert nur über den Parasympathikus. Ja, das heißt, wir gehen hier raus aus dem Moment der Aktivität des aktiven Körpersystems. Da helfen sehr die Atemübungen. Ja, für eine Minute langsames Atmen, lange Atemzüge und länger ausatmen, als du einatmest. Du musst nicht zählen dabei, aber wenn du dir das angewöhnst, du kannst es zum Beispiel auch koppeln, wenn du am Klo sitzt, einfach noch eine Minute sitzen bleiben. Ja, oder wenn du, ich sag mal, in der Straßenbahn, in der U-Bahn sitzt, im Zug sitzt, ja, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, genau das zu machen. Oder wenn du dir eine Pause gönnst, aber nicht die Zigaretten- oder die Kaffeepause, weil da verwirrt man den Körper sehr, weil beides schickt uns in die Aktion, ja, beides aktiviert das Yang, Zigaretten wie Kaffee, und wenn wir dann gleichzeitig den Parasympathikus anschmeißen wollen, gelingt das meistens nicht. Aber wenn du, weiß ich nicht, ein Fenster öffnest, es öffnest, an der Stelle ein paar tiefe Atemzüge für eine Minute lang machst, das mehrmals am Tag, oder auf den Balkon, die Terrasse gehst, ein paar Sonnenstrahlen bewusst atmest, ja, dann hilft das eben, diesen Parasympathikus anzuschalten, umzuswitchen und hier an der Stelle den Körper beim Innehalten zu unterstützen, ihn rauszuholen aus dem Stressmoment. Und immer wenn er ein bisschen runterfahren darf, dann holen wir ihn eben aus diesem Yang-orientierten des Alltags auch wieder raus. Ja, all diese Sachen lebe ich konsequent. Hier ist hinterlegt tatsächlich auch meine Qualität der Struktur, auch meine Qualität, meine positive Qualität der Disziplin, dass ich das tue, dass ich mir selber committe, hier meine Vereinbarung mit mir halte. Und das ist sowas wie, ich nehme mir vor, mein Bankkonto nicht mehr zu überziehen, achtsam mit meinem Geldfluss zu sein, mit meinen Ausgaben zu sein. Das ist genau dasselbe. Übrigens spannend, ich beobachte oft, dass diese Muster zusammengehören. Ja, wer dort das Thema mit dem Geldfluss hat, hat da oft auch das Thema mit dem Yin-Energie. Eh logisch. Ja, du kennst von mir den Satz, Energie hat kein Mascherl, die Muster wirken dort wie da. Was nur sagen will, ne? Energie hat ja kein Ende, unsere Konditionierungen auch nicht. Sie setzen sich um in allen Lebensbereichen. Ja, so kannst du auch davon ausgehen, dass ich für meinen Lebensalltag nicht nur genug Lebenskraft habe, sondern auch ein gutes Bankkonto habe. Auch hier mal aus meinem Nähkästchen geplaudert. Ja, vielleicht hast du dich jetzt ein bisschen wiedererkannt. Ich hoffe sehr, ich konnte dir die ein oder andere Anregung geben für, wie schaffe ich das alles. Wenn du Fragen dazu hast, scheue dich nicht, mir eine WhatsApp zu schicken, gerne als Sprachnachricht über meine Nummer 43 664 225 0429. Findest die Nummer aber auch in den Shownotes. Scheu dich nicht, hier mich zu kontaktieren. Ich freue mich immer sehr, von euren Themen zu erfahren, und ich freue mich, ja, es ist mir eine Ehre, deine Themen hier in meinem Podcast zu bewegen, wenn sie denn gut dazu passen, sie zu meiner Ideenliste auch aufzunehmen. Ansonsten sage ich dir an der Stelle jetzt Dankeschön für dein Zuhören, Dankeschön für dein mit mir sein. Und ich freue mich sehr wieder, wenn wir uns bald wieder begegnen an dieser Stelle im Yin-Magazin. Ja.